Hallo und herzlich willkommen zurück, Alter, hier so überall Geschrei zu Let's Play The Witcher. Wir werden... Warte mal, was ist denn hier? Oh, eine Anschlagtafel gibt's hier auch, ist ja interessant. Ah komm, hier, nimm mal alles. Wir nehmen einfach mal alles an, ob wir dann auch alles machen, ist eine andere Geschichte, ne? Der Orden der Flammenrose belohnt tapfere Kämpfer, die ertrunkene Tote ausrotten. Als Beweis dafür, dass die Ungeheuer besiegt wurden, müssen 10 Zungen ertrunkener Tote bei Ritter Siegfried von Denesle im Hauptquartier des Ordens abgeliefert werden. Okay. Schon nervig, dass sie immer hier so bleiben. Der Hundevertrag. Ich bezahle gut für die Eliminierung streunender Hunde. Als Beweis für die Vollendung der Aufgabe sind 6 Töpfe Hundetalg abzuliefern. Ihr findet mich auf dem Friedhof der Totengräber. Der Algul-Vertrag. Ich entlohne jeden, der mir das Mark von 3 Algulen bringt. Frisch muss es sein. Kalkstein, der Alchemist. Tempelbezirk. Ach, der gute Kalkstein. Der Echinops-Vertrag. Die tapfere Person, die 3 Echinops-Wurzelstöcke beibringen kann, soll reich belohnt werden. Frag nach dem Gärtner, der bei Prophet Majorans Krankenhaus im Tempelbezirk arbeitet. Jean-Pierre kauft Wolfspelze. Man findet ihn beim Landungssteg für den Sümpfen. Er zahlt für 10 Pelze. Okay. Nein, nicht schon wieder lesen. So. Streunende Hunde sollen wir umbringen? Hier war doch gerade ein streunender Hund. Bist du ein streunender Hund? Ich kann dich gar nicht töten, das ist ja doof. Okay. Eine Werbung. Waffenschmied. Diese Woche im Angebot beim Kauf eines Rundschildes gibt es einen Topf gratis dazu. Ich bin begeistert. Hier geht's, glaube ich, in den Kerker. Wo ist der denn? Wo? Oh, hier, wo? Na nü? Nee, hier, oder? Nee. Hier? Nee. Wo ist denn der Mongo? Die Straßen sind nachts gefährlich. Geht nach Hause. Die Straßen sind nachts gefährlich. Geht nach Hause. Ach, der ist wahrscheinlich nur tagsüber hier, kann es sein? Stadtkerker. Naja, dann wollen wir mal eintreten. Vielleicht finden wir Vincent auch hier unten. Jetzt haben wir erstmal fett viele Nebenquests angenommen. So, da ist der Jethro. Ach, da ist Vincent. Wir reden erst mit ihm, oder? Ist eigentlich egal, oder? Wir reden erstmal mit ihm hier. Ihr habt die Gorgo getötet. Im Namen von König Foltest gewähre ich euch offiziell Pardon. Endlich hat diese Posse ein Ende. Nehmt eure Habseligkeiten aus der Truhe, ehe ich sie verkaufe. Und vergesst nicht die Belohnung, die auf den Kopf der Gorgo ausgesetzt wurde. Vincent ist ganz verrückt nach Trophäen. Ah, endlich kann ich mich entspannen. Ich werde inspizieren, was wir hier beschlagnahmt haben. Ausrüstung bester Qualität. Ich will noch mehr von dir wissen. Achso, das war's schon. Aus welcher Truhe eigentlich? Hä? Hier ist gar keine Truhe, du hast mich verarscht, Junge. Verdammt, ist das stark. Was ist stark? Das geht euch nichts an. Ich wollte doch nur... Er hat uns bestimmt was geklaut. Warum wurde der Professor aus dem Gefängnis entlassen? Der hat mächtige Freunde. Lasst euch das eine Warnung sein. Erzürnt niemanden, der mächtiger ist als ihr. Niemand. Ich sollte mehr wie die Stadtwache sein? Ist mächtiger als ich. Und Verbrecher freilassen, wann immer jemand mit einem Geldsäckel herumwedelt? Hey, ihr steht nach wie vor unter Beobachtung. Außerdem hat jemand die Kaution für ihn gestellt. Völlig legal. Wer war der Wohltäter? Keine Ahnung. Das Geld wurde von Vivaldis Zwergenbank überwiesen. Kann man nicht zurückverfolgen. Wechseln wir das Thema. Ich kriege Ärger, wenn ich mit euch darüber rede. Okay, dann habe ich eine Frage. Ich habe Fragen. Fragt.
Wisst ihr was über den gefangenen Salamander? Wolltest, muss Salamander wirklich hassen, wenn er einen Preis auf den Kopf des Professors aussetzt. Wisst ihr etwas über den gefangenen Salamander? Warum sollte ich euch das verraten? Der Hauptmann würde mich töten. Vielleicht kann ich euch ja überreden. Pulver würde helfen. Was für ein Pulver? Was willst du mit Pulver, Junge? Okay, Pulver will er haben. Was habe ich Pulver überhaupt irgendwie dabei? Kann man ja mal Hundeteig. Ich habe sogar einmal Hundeteig. Ich habe irgendwie kein Pulver. Warum ich kein Pulver? Ich habe Katze. Ist ja interessant. Schneesturm. Aha, aha, aha. Aha. Nierenfett, Feuerstein brauche ich selbst. Warum kann ich die eigentlich nicht stacken? Das ist voll blöd. Achso, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Okay. Ich habe aber kein Pulver für dich. Tut mir leid. Das ist ein bisschen blöd. Warum ich kein Pulver? Doch, hier habe ich doch. Hier. Habe ich ihm das jetzt gegeben? Schwachköpfe. Nee, habe ich gar nicht. Hat er gesagt, ich habe etwas für euch. Ich habe doch Pulver. Hier, hast du Pulver, Junge. Ich kann ihm das gar nicht geben. Warte mal. Kann ich ihm vielleicht das hier geben? Ach, der will nichts haben, der Mongo. Dann ist mir doch egal. So, ich habe... Er hat eine Erkältung. Dann fragen wir mal das hier. Ihr seid recht unerfahren. Erfahren genug, um zu wissen, wie man Fistech am besten einnimmt. Man schiebt die Haut zurück und reibt. Ihr seid recht unerfahren. Na, da, wo man die Haut zurückschieben kann, Jesro. Solltet ihr Fistech bei Coleman im haarigen Bären kaufen? Sag nicht, dass ich euch schicke. Okay. Adieu. So, wo ist hier eine Truhe? Da ist das Depot. Mach mal auf die Tür hier. Schon mein Zeug wieder haben. Ich kann gar nicht sowieso alles... Okay, das Schwert brauche ich eh nicht. So. Okay, jetzt haben wir erstmal fett drei Schwerter. Was soll's, wa? Ich meine, hallo? Achso, nee, das können wir damit wechseln. Und dann können wir das ja eigentlich hier drinnen lassen. Brauche ich nicht. Also mein ganzes Geld ist hier drin. Das nehme ich mit. Boah, ich kann definitiv nicht alles mitnehmen, ey. Scheiße. So, das? Was ist das denn? Ihr habt bereits gelesen, da... Achso, Ghoul-Vertrag, den brauche ich gar nicht mehr. Den kann ich, gar nicht mehr, oder? Weiß ich jetzt nicht genau. Haben wir auch schon gelesen. Da muss ich gleich erstmal gucken, was ich hier nicht brauche. Den Schlüssel auf jeden Fall. Das ist zum Verkaufen, ne? Ja. Oder verschenken, geht auch. Okay. Alter, schon wieder voll die Scheiße. Das gibt's doch nicht. Dann... Achso, warte mal. Ja, keine Ahnung. Machen wir das hier weg. Okay, dann habe ich das gelesen. Muss ich die dann mitnehmen? Nee, eigentlich nicht, oder? Ach komm, was soll ich mit dem Bier? Was ist das denn eigentlich? Ach so, die können wir dem Typen ja gleich geben. Brauche ich die Bücher eigentlich noch, wenn ich die gelesen habe? Ach komm, wir schmeißen die alle hier in die Ecke. So, na gut, ich muss mal gucken, was das hier... Furchtbringerblick. Obwohl, die brauche ich gar nicht mehr, oder? Wir haben die doch schon. Buch des Waldgottes, Auszug aus dem Kermorheim. Achso, ja, das haben wir aber schon. Oder? Naja. Ich hoffe, dass wir die nicht nochmal brauchen. Ich nehme mich jetzt weg. Wir nehmen die hier mal mit. Katze. Salpeter, was ist das hier? Was kommt da unten rein? Weißer Honig. Okay.
ist das? Ektoplasma, das ist ja eher sowas. Das brauche ich auf jeden Fall eins manchmal weg. Haftbefehl. Ja, den nehmen wir doch mal mit. Feuerstein nehmen wir auch noch mal mit hier, 10 Stück. Boah, ich brauche eigentlich ein viel größeres Inventar, ohne Spaß. Alter, was soll ich mit dem Bier eigentlich? Das bringt mir... Ich weiß ja nicht, ob das was bringt, aber ich kann es mir irgendwie fast gar nicht vorstellen. So. Deswegen lasse ich das jetzt mal einfach hier. Das schwebt jetzt in der Luft, auch schön. Wo ist es denn hin? Ach da. Gesteckt. Essen, Essen, Essen. Was ist das? Ein Buch? Haben wir das schon? Nö, aber jetzt? Okay, dann haben wir das auch. Dann mache ich das Buch mal wieder weg. Das nehmen wir mal mit. Nehmen das mal mit. Das nehmen wir mal auch mit. Schwarzpulver nehmen wir mal mit. Schwalbe nehmen wir definitiv mit. Jetzt sind wir ja wieder voll, ey. Ich brauche aber auch eigentlich das Tafelwasser. Wir lassen die Melone mal hier. Alraunwurzel ist aber sowas. Das ist sowas. Das doch auch. Diamantenstaub, hallo? Scheiße, ich bin voll, ey. Das gibt's nicht. So, das kann man... Nee. Was? Ach. Mist. Ja gut, dann. Ist das halt weg. Na gut, dann habe ich aber das genommen, was für mich wichtig ist. Hier, ich war das nicht. So, jetzt lass ich doch mal vorbei. Jetzt reden wir mal mit dem guten Herrn Mais. Ihr seid frei. Aber an die Quarantäne müsst ihr euch trotzdem halten. Soll heißen? Verlasst den Tempelbezirk nicht. Das kann nicht euer Ernst sein. Wir behalten euch Hexer immer im Auge. Habe ich euch nicht von gleichen Rechten für alle reden hören? Was gibt's, Hexer? So. Wie kommt ihr mit den Salamandra-Ermittlungen voran? Geduld, Hexer. All das wird sich heute Abend aufklären. Kann ich euch irgendwie helfen? Haltet euch vom Lagerhaus im Elendsviertel fern. Das ist ein delikater Fall, bei dem euer Schwert nicht erforderlich ist. Noch nicht. Die Lagerhäuser. Ihr geht da doch nicht allein hin, oder? Es ist eine geheime Mission. Wie soll ich da denn hingehen? Mit einer Truppe in voller Rüstung und einem Trompeter? Immer mit der Ruhe. Ich bin kein Anfänger und habe einige Asse im Ärmel. Zweifellos. Soll heißen? Na egal. Genießt den Tag, kostet eure Freiheit aus. Und morgen serviere ich euch vielleicht Javits Eier auf einem silbernen Tablett. Das bezweifle ich doch stark. Ich kann beweisen, dass ich die Gorgo getötet habe. Beeindruckend. Das macht 400 Orens Belohnung. Wohlverdient. Kümmert ihr euch auch um Ungeheuer? Ich möchte meine Männer der Gefahr nicht unnötig aussetzen. Ich bezahle jeden, der ein Ungeheuer tötet. Welche Ungeheuer bringen die größten Belohnungen? Momentan umfasst mein Etat eine Belohnung für die Gorgo in den Kloaken und eine blutrünstige Pflanze, die im Sumpf Leute tötet. Okay. Vincent Mais. Lohnt es sich zu überprüfen, was in dem Lagerhaus in den... Wir haben jetzt mehrere Verdächtige. Mal kurz gucken. So, wir haben keine Beweise. Vielleicht lohnt es sich zu überprüfen, was in einem Lagerhaus in den Elendsvierteln um Mitternacht vor sich geht. Okay, hier sollen wir den Zwerg befragen. Boah, Alter. Okay, Echinopse, Algul, Beringas Geheimnis. Ich muss hier auf jeden Fall eh hin, mal zum komischen haarigen Bären. Heißt, wir verlassen mal wieder den Kerker. Und, ja, haben jetzt einen kleinen netten Fußmarsch vor uns. Da kann ich gar nicht lang. Das ist eine Tür, kann man da durch? Nein, schade. Was ist denn hier, ey? Du bist ein Hund, du bist ein Hund. Streunende Hunde sehe ich leider nicht. Was? Ist da einer? Ich sehe zumindest nichts.
Oh, Verzeihung. Scheiße in den Stiefeln. Was, du hast Scheiße in den Stiefeln? Ist ja ekelhaft. So. Boah, man. Einige Quests, ich weiß nur ganz nicht, diese ganzen Nebenquests, wie man die teilweise löst. So, das hier ist das Elendsviertel. Da ist ein Banditenanführer, da ist ein Bandit. Da steht einfach eine Rüstung blöd rum. Ritter des Ordens. Ach stimmt, für die soll ich ja auch was machen. Hier bin ich ja voll falsch, ich muss ja da runter. Ja, Junge! Muss man mir doch sagen, woher soll ich das denn wissen? So. Unglaublich. Misima kann sich eines anrüchigen Viertels rühmen. Super. Rausschmeißer. Ich will sterben. Ich weiß. Voll viele Banditen, Schilder und Türen und alles, Junge. Alles gibt's hier. Seine Eier jucken. Leider kein Wasser. Sonst könnte er sich waschen. Naja. So, ist er. Nee. Hä? Auf der anderen Seite müsste das sein. Zu dem gemacht, was ich bin. Hier. Hier kommen wir ins Gasthaus. Dann wollen wir doch mal eintreten. Und wir sind im Haarigen Bären. Das ist schon mal ein super geiler Name. Wer da? Ich. Nur ein Hexer. Nur? Geralt, seid gegrüßt. Macht er denn jetzt hier? Was ist passiert? Junge, eine Junge. Machtdemonstration. Sie haben ein Fenster eingeschlagen und Coleman 3 Bolzen in den Wanst gefeuert. Sie haben Bolzen mit Streuköpfen verwendet, eine Spezialität der Hafka und vollkommen illegal. Wer hat ihn getötet? Die verdammten Scoia'tael. Jetzt wird man ihn als guten Mann hinstellen, der alten Damen über die Straße geholfen hat. Ich spüre schon ein Pogrom heraufziehen. Diese verdammten Pisser haben eine Liste ihrer Feinde erstellt und damit begonnen, sie zu eliminieren, ohne an die Konsequenzen zu denken. Warum Coleman? Wut? Rache? Wahrscheinlich hatten ein paar junge Elfen eine Überdosis. An einem Bolzen war eine Notiz befestigt. Händler des Weißen Todes. Er hat Fistech an Kinder verkauft, billiger als alle anderen. Ihr wisst ja, wie schnell man davon abhängig wird. Mich überrascht, dass sie in der Stadt zugeschlagen haben. Sie fühlen sich stark, jetzt wo sie Waffen haben. Irgendein Narr hat Geschäfte mit ihnen gemacht. Ich verdächtige Haren Brock. Was für schreckliche Zeiten. Der ist tot. Eine Splitterspitze. Dringt als Ganzes in den Bauch ein, tritt in drei Teilen am Rücken wieder aus und zerfetzt dabei die inneren Organe. Eine Spezialität der Hafka. Nutzlos gegen gepanzerte Soldaten. Sie zersplittern bereits an der leichtesten Rüstung. Sie werden benutzt, um Zivilisten zu töten. Als grausame Warnung für andere. Ich weiß, woher die Waffen stammen, mit denen Coleman getötet wurde. Ich muss solche Situationen vermeiden, neutral bleiben, mich nicht einmischen. Okay. Interessant. Durchaus interessant. Hier ist auf jeden Fall seine Leiche. Eine Quest aktualisiert, Berengars Geheimnis. Coleman ist tot. Ich muss jemand anderen finden, der Berengar kannte. Dürfte, ich glaube, nicht ganz so einfach werden. Die verfolge ich eh gerade. Ich muss das Gasthaus aussuchen und nach möglichen Fistech-Quellen fragen. Okay. Hm, Kellnerin. Reden wir mal mit ihr. Hallo, möchtet ihr etwas essen? Oder führen euch andere Gründe her? Was für andere Gründe? Wir haben ein sehr bequemes Bett hinten. Was darf's sein? Oh. Nö. Ist hier was Interessantes passiert? Die Jungs kämpfen miteinander. Andere wetten auf den Sieger. Manchmal verprügeln sie Besucher. Das ist alles sehr, sehr langweilig. Warte mal, zeig mal deine Waren. Ich habe, glaube ich, ein paar Sachen, die man verkaufen könnte. Nee, das nicht. Ach, die will mich alle. Oh Mann, ey. Oh Mann. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Dann halt nicht. Gehen wir mal hier hin. Und reden mal mit dem. Gestern Nacht kam ich in die Reaktion.
Kreaturen nur ganz knapp, es jemanden zu schlagen. Was ist mit ihm hier? Lasst mich schlafen. Nein, steh Lass auf. Lasst mich schlafen. Ich habe gerade, steh Lass auf. Lasst mich schlafen. Ach, Mano. Wir müssen jemanden finden, der uns Fistech verkauft. Die scheint, da ist der Schankwirt, vielleicht weiß der irgendwas. Oh, wer ist denn Bockfleisch? Der sieht aus nach jemandem, der gerne spielt. Das werden wir in der nächsten Folge alles erfahren. Ich beende die Folge hier in dem Gasthaus. Das sieht sehr einladend und hübsch aus. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann. Haut rein, Leute.